Moin, moin. Ich muss nach vorne gucken. Wir fahren. Wir machen heute ein Event. Wir haben heute ein Stadttraining. Ja, so mit Bordstein warten und warten vor Geschäften, Impulskontrolle und sowas. Ich mache heute mal eine andere Aufnahme. Das Mikro hat leider gestreikt. Ich weiß nicht. Deswegen, wenn der Ton nicht gut ist, tut mir leid. Aber beim nächsten Mal machen wir bestimmt wieder was Gutes. Ja, mal schauen, was das wird. Es wird, also wir sind Berlin City. Wir sind gerade unterwegs dahin. Ich habe mir heute auch mal ein kleines Auto gegönnt, weil mit unserem großen finden wir da keinen Parkplatz. Und ja, mal sehen. Es wird voll. Es sind 10 Hunde dabei und viele Menschen. So, das, was wir brauchen, ne? Bewegung. Ja, beim Stadttraining müsst ihr natürlich auch so ein paar Sachen beachten. Also ihr könnt nicht einfach, wenn ihr nicht die Vorarbeit geleistet habt, das heißt zu Hause üben, in reizarmer Umgebung üben, euch gleich in die Stadt wagen. Wir haben heute auch, es ist jetzt kurz vor 10, also die Geschäfte machen demnächst auf und wir suchen uns erstmal eine ruhige Ecke. Wir sind zwar Berlin City, also direkt am Hotspot, aber erstmal ein bisschen ruhig. Ne? Also man fängt dann natürlich in der Ecke an, wo nicht so viel los ist und tastet sich da ran. Also nicht euren Hund direkt Hauptverkehrsstraße, Hauptverkehrsampel und jetzt üben Besitz an der Ampel. Keine gute Idee. Machen wir heute auch nicht. Wir machen das heute erstmal ruhig. Wenn das funktioniert, sehen wir uns vielleicht später doch auf der Hauptverkehrsstraße wieder. Mal schauen. So, wir sind angekommen, haben eingeparkt. Wenn ihr es vielleicht hört, da bellt was da hinten. Die gehören zu uns. Die sind noch drüben auf der anderen Seite. Wie gesagt, wir sind jetzt hinterm City Point und wir schauen mal, was das wird. Wird gut, wird gut. Oh, hier ist, ihr seht, alles noch leer. Da läuft auch schon einer von uns. Und da hinten ist, wenn ihr das da hinten seht, das da hinten ist der Europa Center. Da, 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 City. So, die da drüben, die gehören zu uns. Das sind die ersten Ankömmlinge. Sie sind pünktlich. Alle pünktlich. Also hier ist, ja, da wird gefilmt, siehst du? Hallo, ja, guck mal. Ihr solltet euch wirklich auch einfach mal so irgendwo hinstellen und es passiert nichts. Es passiert einfach gar nichts. Dass die Ruhe lernen, dass sie auch lernen, sich zurückzunehmen. Dass die lernen, okay, passiert jetzt nichts. Na, hier Cosma hat sich gemütlich gemacht. Da auch. Oh, guck mal, am gemütlichsten liegt der Dicke wieder. Also er macht wieder auf Hähnchenschenkel hinten. Aber andersrum. Ja, guckst du. Ja, da kommst du hoch. Ne? Kamera kommt. Ja, ich. Bürgersteig. Ja? Und der Hund geht auch rüber. Dann mache ich den. Auch wenn sie jetzt runtergehen wollte. Wir gehen jetzt am Bürgersteig. Sie darf hier nicht hin. Versucht sie es, wird sie blockiert. Jedes Mal, wenn sie einen Versuch macht, ich kann jetzt auch mal so ein bisschen zupfen. Ja? Sie guckt mich jetzt zwar nicht an, weil Frauchen da hinten steht. Ist ja auch ganz klar. Ich zuppel jetzt so ein bisschen, aber jetzt hat sie sich zurückbewegt. Das wird belohnt. Und der nächste Schritt wäre dann, ich mache die Leine wirklich ein bisschen länger. Wer jetzt einen Hund hat, der das nicht kennt, da müsste natürlich ein bisschen dichter dranbleiben. Ne? Zuppen. Sie hat es jetzt probiert, ich habe sie blockiert, körpersprachlich zurückgeschickt. Ich kann jetzt hier auch ein bisschen ziehen dran. Macht sie gut. Hat sie gelernt bei dir, ja? Das hat sie wirklich geübt. Habt ihr geübt, ja super. Aber dann gehe ich wieder weiter zurück. Weiter. Ich halte sie immer auf den Bürgersteig. Wir haben auch so Bälle auf die Straße gestellt, also bei uns, da fährt keiner. Also, und dass sie dann halt nicht hinterher rennen muss. Super macht sie das. Genau so.
Ihr dürft euch das, genau das dürft ihr jetzt üben. Ich komme zu, wenn es Hilfe benötigt. Super, Sabine. Wenn Jasper ein Problem hat, Sigi, dann gehst du mit ihm. Gut, Annalena. Sehr schön. Super. Super, Jenny. Super, Chester. Gut. Isabel. Und dass das jetzt schwieriger ist hier, ist doch ganz klar. Also jetzt sind wir ja wirklich Berlin City, also hier sind wir im Hotspot. Am Wasserklops hier, dass hier ein bisschen schwieriger ist. Das ist völlig in Ordnung. Gelaufen seid. Susanne vorne weg mit dem Dicken da. Wir haben eine Dicke hinterher. Das sah gut aus. Auch hier, Polo, sie sind alle gut gelaufen. Jetzt, am besten, also das. Ja, wir sind durch. Ich bin begeistert von dem, was ihr geleistet habt. Ehrlich gesagt, ich habe es da vorne schon mal gemacht, war ich nicht so 100% davon überzeugt, dass das auch funktioniert. Aber das habt ihr gut gemacht. Und nehmt das mit. Ich sage es ja immer, die Hunde können mehr, als ihr denkt. Ihr müsst einfach ruhiger werden und dann klappt das Ganze auch. Ja, ihr Lieben, jetzt nochmal zum Abschluss. Das war echt super heute. Ich war so überrascht. Das hat echt gut geklappt. Die Übungen waren super. Die Hunde haben sich mit der Situation arrangiert. Die Halter sind mal ein bisschen entspannter geworden. Schönes Training gehabt. Schönes Wochenende. Wir sehen uns. Tschüss.